Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Manifold Dynasty. Schön, dass du heute eingeschaltet hast und dabei bist, mit mir ins Mittelalter zu gehen. Ja, wir bauen an unserem mittelalterlichen Dorf weiter. Und Leute, das Dorf, das wächst und wächst. Das ist wirklich, also sehr, sehr, macht mich sehr glücklich und froh. Ja, also da geht's richtig voran bei uns hier. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, was wir in dieser Folge alles zu tun haben, was wir tun müssen. Also ich habe schon mal mir überlegt, dass wir eventuell hier eine kleine Ecke hinbauen, wo unsere Dorfbewohner sich ein bisschen wohlfühlen können. Da machen wir ein paar Bänke und sowas hin, ein schönes Lagerfeuer. Ja, und ich denke, das werden wir jetzt gleich erstmal in Angriff nehmen. Und dann schauen wir mal weiter, was wir dann sonst noch machen müssen heute. Ich bin auch mir noch gar nicht so sicher, was heute ansteht, was wir, ja, was kommt. Ich mache jetzt erstmal hier Sitzgelegenheiten, genau, machen wir mal Bänke hin. Ja, das sieht gut aus. Dann gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen so eine schöne Sitzecke hinmachen, wo unsere Dorfbewohner sich ein bisschen ausruhen können nach der Arbeit. Ich denke, so ist es ganz ordentlich. Und dann werden wir ein Lagerfeuer. Mal sehen, dass wir hier ein Steinfeuer machen. Ja, ich denke, so passt das. Können die da ein bisschen hinsitzen, sich ein bisschen ausruhen nach der Arbeit. Aber jetzt sind sie alle schon schlafen gegangen. Und ich denke, das machen wir jetzt auch. Hier ist noch ein Nachtwächter, der passt ein bisschen auf, dass hier nichts passiert. Was wir noch machen könnten, wäre hier ein paar Zäune, also ein bisschen einzäunen, das Ganze, die zwei Häuser hier. Ja, und dann, Leute, dann müssen wir schon wieder ein neues Wohnhaus bauen. Ich weiß gar nicht, zumindest jetzt in der Nacht machen. Ach, ich gehe jetzt einfach mal schlafen. Bei Tag sieht es alles ein bisschen besser aus und dann werden wir da weitermachen. So, der nächste Morgen ist angebrochen und jetzt schauen wir mal. Ah, das ist einfach schön. Was haben wir denn? Frühling, glaube ich. ja, die Obstbäume blühen richtig schön. Das gefällt mir einfach wunderbar. Jetzt gucken wir mal, die setzen sich hier hin und jetzt schauen wir mal da unten. Ah, schaut mal, Leute, das wird richtig angenommen hier. Das ist ja richtig nice. Also gut. Guten Morgen, Jungs und Mädels. Wie sieht's aus? Komm, ich mache euch ein bisschen Feuer. Dann setzt euch ein bisschen ans Feuer hin. Ruht euch noch ein wenig aus, bevor die Arbeit wieder losgeht. Denn die kommt mit Sicherheit. Ja, hier unten spielt sich gerade das Leben ab. Also ist ja cool. Hat sich doch gelohnt, dass wir hier ein bisschen was hingebaut haben. So, jetzt will ich noch etwas hier die Häuser eingrenzen. Dann müssen wir mal schauen. Ich werde jetzt hier noch ein paar Zäune hinbauen. Also, dass die Häuser einfach ein bisschen eingegrenzt sind. Ich denke, das sieht dann auf alle Fälle immer doch ein bisschen ordentlicher aus, wenn wir hier ein bisschen die Grenzen ziehen. Das machen wir hier so. Zack, bis hierhin. Ich denke, hier lassen wir jetzt gerade auf. Ja, so mache ich jetzt mal die zwei Häuser einfach. Grenze das mal alles ein bisschen ein. Mache hier Zäune hin und dann schauen wir, was wir als nächstes dann tun können. So, jetzt haben wir das alles ein bisschen eingezäunt. Das sieht doch ganz ordentlich aus. Ja, sieht gleich viel mehr nach Siedlung aus. Einfach wohnlicher. Gut, wir müssen jetzt auf alle Fälle... ui, der hat eine Quest. Mal schauen, was Hello. Du willst. Kann ich dir irgendwie helfen? Ach, ein Bauhammer. Klar, das kann ich dir natürlich einen geben. Ach, das war's schon. How is life treating you? Ja, das war's schon. Quest erledigt. Sehr, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, wie sieht's bei meiner Frau aus? Ist alles okay? How can I help you? Du bist der Beste. Das ist doch gut. Hier, nimm einen Schluck. Du bist der Beste. Sehr, sehr gut. Wie steht's um unser kleines Königreich? Uns fehlt Handwerksmaterial. Okay, Handwerksmaterial fehlt. Das heißt, da müssen wir mal schnell hier reinschauen. Und wo fehlt hier etwas? Oh, fehlen wohl im Brunnen ein paar Eimer. Kann das sein? Da müssen wir mal schnell reinschauen hier ins Fass. Wassereimer. Hier haben wir eigentlich noch genug. Okay, ich mache jetzt mal ein paar Eimer schnell und lege die ins Vorratslager rein.
So, was hier los? Oh, ihr habt fleißig gearbeitet. Schaut mal, sehr, sehr gut. Das gefällt mir wirklich wunderbar. Das ist toll, was ihr hier macht. Aber kannst du mal schnell zur Seite gehen, bitte? Ach, die macht hölzerne Fiolen. Sehr, sehr gut. Ich brauche ein paar Wassereimer. Denke, da werde ich mal 10 Stück oder sowas herstellen. 10 Stück herstellen und die legen wir dann gleich ins Vorratslager rein. Oh, ich muss noch schnell ein bisschen was essen und dann gucken wir mal, was sonst noch alles fällt. So, die Eimer kommen hier rein. So, ich denke, das sollte jetzt erledigt sein. Dann schauen wir mal weiter. So, wir schauen mal schnell zur Landwirtschaft, ob die eine Sichel oder irgendetwas brauchen. Ja, ich denke, die brauchen natürlich Dünger, das ist klar. Sonst können die hier nicht weiter anpflanzen. Mal gucken, ob unser Dünger schon reif ist. Verdauern das? Nein, leider noch nicht. Das dauert halt alles ein bisschen sehr, sehr lange. Also eine Sichel, aber die brauchen halt Dünger. Ja, klar, die brauchen Dünger. Leute, ich klappe mal schnell die Dörfer ab, ob ihr vielleicht noch mal einen Dünger bekommen irgendwo her. Mal sehen, vielleicht hat irgendjemand noch was zu verkaufen. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg ins nächste Dorf. So, ich habe jetzt hier leider keinen Dünger bekommen, aber habe eine gute Arbeiterin, denke ich, engagiert für unser Dorf. Die habe ich jetzt mal in die Näherei. Ui, hier geht's ab. Die habe ich jetzt mal in die Näherei reingesetzt. Ich denke, die kann uns da wirklich helfen. Ja gut, ich schaue jetzt trotzdem mal vielleicht ein bisschen weiter, ob ich doch noch etwas Dung herbekomme, also Dünger herbekomme, denn wir haben wirklich nichts mehr und ich weiß nicht, wo ich das sonst im Moment auf die Stelle herbekommen kann. Darum klappe ich einfach noch die Dörfer schnell ein bisschen ab und ja, gehen wir einfach mal zum nächsten Dorf. Vielleicht gehen wir noch zur Mine hoch. Ich denke, da kann man eventuell auch noch ein bisschen abfarmen. Ja, und dann schauen wir einfach weiter. So, nächstes Dorf, da noch schnell eine Quest abgeschlossen. Leider habe ich auch keinen Dünger bis jetzt gefunden. Ja, müssen wir mal schauen. Hier ist auch gar nicht so viel los. Die, glaube ich, hat auf keinen Fall Dünger. Tja, Dünger haben wir leider keinen bekommen, so wie es aussieht. Sehr, sehr schade. Hier ist auch irgendwie gar nicht so viel los in dem Dorf. Da ist wirklich tote Hose, ein bisschen, ja, keine Ahnung, es sind ein paar Dachreisende, die man engagieren kann, aber ansonsten ist hier nur die Näherin und der Holzfäller. Das ist eigentlich gar kein so ein richtiges Dorf, aber natürlich ist da vorne meine geliebte Mine und da schauen wir jetzt mal hin, ob wir da wieder ein bisschen was abbauen können, denn Erze kann man ja immer gebrauchen. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Hier leuchtet schon das Kupfer. Okay, dann fetze ich mal schnell durch die Mine durch und schnapp mir einfach alles, was da drin ist. So, reiche Beute wieder gemacht in der Mine, wie immer halt. Sieht sehr, sehr gut aus. Da haben wir jetzt wirklich einiges wieder abbauen können. Ja, schauen wir doch mal ins nächste Dorf. Vielleicht gibt es da ja ein bisschen Dünger, aber ich gebe die Hoffnung langsam auf, dass wir überhaupt was finden. Ja gut, da müssen wir halt überlegen, muss halt einfach das anbauen und ernten, was wir halt haben mit Dünger. Und ich hoffe, dass das ganze verdorbene Zeug in unseren Komposthaufen nächstes Jahr dann wirklich Dünger ist. Dann können wir da ein bisschen besser Gas geben. Aber wenn ich Glück habe, wartet mal hier. Die hat halt auch nur dumm, das macht überhaupt keinen Sinn. Ein bisschen Tierfutter können wir eventuell kaufen. Wenn es nicht zu teuer ist, 600, ja, das wird, ja, okay, passt. Können wir so klein, ja, die hat halt leider auch nur Dung und das ist halt ein bisschen ein Problem. Aber eine Quest, kann ich dir bei was helfen? Worum geht es? Eine Besorgung, okay, was braucht es sich denn? Okay, was muss ich hier holen? Alte Lumpen. Mal sehen, was die hier möchte. Schauen wir mal schnell in die Questlog rein hier. Alte Lumpen. 5 Lachs, 3x Wolle. Okay, das gibt's in dem anderen Dorf. Das hole ich schnell, kaufe das schnell ein und dann liefere ich das bei der hübschen Frau hier ab.
Dreimal Wolle noch. Eins, zwei, drei. Okay, und damit haben wir Have a es. good day. Dann wieder zurück und die Quest abgeben. Das war jetzt gerade das eine Dorf, wo wir als erstes waren. Da, wo nur der Holzfäller war und die Näherin. Da habe ich jetzt schnell die Wolle und den Flachs gekauft. Das gebe ich jetzt schnell wieder ab. Und dann haben wir schon wieder eine Quest erledigt. So, Alina, hier sind deine Sachen. Dankeschön und weiter geht's. Ja, Welcome. sieht nicht Farewell. so gut aus. Tja, hier gibt es wohl auch nichts. Okay. Hier kommt noch eine. Hast du etwas? Nein. Der hier vielleicht. Ah, hier gibt es hier. Ah, Mist. Das sind auch keine Händler. Tja, sieht gar nicht so gut aus mit unserem Dünger. Ich gehe jetzt wieder zurück ins Dorf. Das macht hier, glaube ich, keinen Sinn. Dann überlegen wir uns, was wir als nächstes tun. So, wieder zurück im Dorf. Der Tag neigt sich hier dem Ende zu, aber ich will noch nicht Feierabend machen. Ich will es auf alle Fälle zusehen, dass wir noch zwei Wohnhäuser bauen. Die brauchen wir unbedingt. Also der Platz, der wird hier immer knapper und ich würde sagen, ich fange jetzt gleich mal an. Sehen, dass wir eventuell ja, hier irgendwo das nächste Wohnhaus dann hinbauen. Ist zwar ein bisschen wenig Platz zu unserem Feld, aber doch, ich denke, so passt es. Gut, fange ich gleich mal damit an. Ziehen wir schnell das Wohnhaus hoch. So, alles Holz für Bretter gerade ausgegeben. Mal sehen, ob die schon hier ein bisschen fleißig Holzstämme. Ja, 262 Holzstämme. Das ist richtig cool. Also da können wir auf alle Fälle ein bisschen weiterbauen. Schauen wir mal, Hölzer, viele Fiolen. 45. Ja, okay, ist nicht schlecht. Kann ein bisschen mehr noch gehen. Aber ansonsten, ja, Bretter haben wir auch schon gut hergestellt. Also das läuft sehr, sehr gut. Ich war trotzdem, bin am Überlegen, ob ich vielleicht sogar noch mal einen Holzfäller und eine Grabungshütte baue. Schaut mal hier, die ganze Dorfgemeinschaft sitzt hier beisammen. Ach, das ist doch sehr, sehr gut. Einer hängt richtig böse da. Was ist mit dir los, Hallo. Tetorik? Lass mal ein bisschen unterhalten. Was beschäftigt dich im Moment? Pilzsuche. Das Have a ist wohl good der day. Pilzsammler, der ist nicht so zufrieden mit sich. Weiß ich, brauchte eine Brille oder keine Ahnung. Kann ich jetzt auch nichts machen. Oh, ich muss dringend was essen. Muss mal gucken, dass ich ein bisschen vielleicht hier ein bisschen was mir anbraten kann. Bratenes Fleisch geht immer. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Ich brate mir schon ein bisschen Fleisch, dann pfeife ich mir ein bisschen was rein, dann baue ich das Haus weiter. Und dann denke ich, machen wir auch gleich das zweite Wohnhaus. Aber ohne Mampf kein Kampf, also hauen wir uns ein bisschen Fleisch rein. Das sieht gut aus und frisch gestärkt. Geht's wieder weiter ans Werk hier. Ja, wir müssen weitermachen. Das Dorf muss wachsen und wir müssen jetzt ein paar Wohnhäuser bauen, damit wir noch ein paar Leute einstellen können. Denn ich habe mir so überlegt, wir brauchen ja Technologiepunkte, ja, um neue Gebäude freizuschalten. Weil wir haben ja, ich glaube sogar, alles gebaut, was wir bauen können. Und deshalb, so, Haus ist fertig. Ja, deshalb müssen wir mal zusehen, dass wir noch mehr Technologiepunkte bekommen. Und da müssen wir halt, lass mal schauen hier, Technologie. Ja, da müssen wir halt einfach Sachen herstellen. Da müssen wir selber noch ein bisschen vielleicht was machen. Aber auf alle Fälle müssen wir, ja, wir müssen etwas herstellen lassen und. Das, oh, als nächstes kommt die Mine. Das ist sehr, sehr interessant. Da müssen wir unbedingt rankommen. Das sind noch 370 Punkte. Ah, das wollen wir demnächst. Demnächst wollen wir die Mine freischalten. Das ist nicht schlecht. Kräuterkunde 2. Ja, dauert noch ein bisschen. Ja, wir brauchen mehr Landwirtschaftstechnik, Produktionstechnik. Das sind verschiedene Sachen auch noch. Eieiei, das ist ja Wahnsinn. Ja, gut, okay, Bautechnik, klar, da sind wir natürlich weit. Bauhütte kommt dann, das ist auch nicht schlecht, da werden unsere Häuser selbstständig regelmäßig repariert. Brauchen wir uns nicht mehr da Sorgen machen.
Materiallager, was kommt denn da sonst noch? Die Kräuterhütte kommt, Fischerhütte, okay, passt, aber hier, ja, hier müssen wir. Hier sieht so gar nicht so gut aus. Gänsehaus. Das ist halt die Frage, ist zumindest mal Gänse. Soll man das, kann man das machen? Weiß nicht. Jetzt bauen wir, würde ich sagen, zuerst noch hier ein Wohnhaus hin. Denn ja, das ist, müssen wir nur mal gucken, wie wir das hinbauen. Ja, ich denke so. Hier machen wir das, oder machen wir das so hin vielleicht? Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, oder? Ja, so knallen wir das hin. Dann baue ich mal das schnell auf. Und dann gucken wir weiter. Dann haben wir ein bisschen Platz. Da können wir neue Dorfbewohner holen und uns gleich überlegen, was für Produktionsstätten wir zusätzlich noch bauen. Und das nächste Wohnhaus ist fertig. Jetzt haben wir wieder Platz für vier neue Dorfbewohner. Ich habe oben schon angefangen, das Materiallager hier zu bauen bei unseren Tierhöfen. Das werde ich jetzt so schnell fertig bauen und dann überlegen wir uns, was wir als nächstes machen. So, ein bisschen Platz geschaffen und jetzt schauen wir mal, dass wir hier Tierhaltung Gänsefarm. Oh, die ist ja ziemlich klein, schnuckelig. Ich denke, die bauen wir ein bisschen ja, da hinten hin. Oh, hier sind noch ein paar Beeren. Vielleicht essen die das auch. Okay. Dann versuche ich mal, das noch aufzubauen. Vielleicht haben wir noch so viel Material da. Gut, die Gänsefarm. Da kann ich wohl auch Eier einstellen oder Federn. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Eiern dann anstellen soll. Machen wir halt Eier, ein bisschen Federn noch. Keine Ahnung. Okay, ich denke, das reicht. Das passt. Tierzüchter können wir einstellen. Machen wir noch schnell einen Zaun rum und dann ist die Gänsefarm auch fertig. So, das war's. Gänsefarm ist fertig. Jetzt müssen wir noch ein paar Äxte machen. Habe ich ganz vergessen, in dem dritten Holzschuppen die reintun und dann noch das einstellen, was die produzieren sollen. Da, ich muss jetzt noch ein bisschen Eisen an der Esse, ein bisschen Zinn und Kupfer verhüten. Das werde ich schnell noch machen und dann machen wir ein paar Bronzebarren, stellen ein paar Äxte her, legen die rein und dann gehen wir wirklich auf Arbeitersuche. So, hier kommen noch die Kupferäxte rein. Machen wir 6 Stück, das passt. Dann stellen wir noch schnell ein. Was brauchen wir denn hier? Wir brauchen hier, muss man schauen, Produktion. Ich würde sagen Holzstämme, hauptsächlich Holzstämme. Ja, machen wir mal 100%. Ich hoffe, mit dem Brennholz haut es hin, die Versorgung. Aber ich denke schon, das wird, schauen wir mal schnell nach, den Verbrauch hier. An Brennholz stellen wir Holzbedarf, ja, das ist wohl alles zusammengefasst. Aber ich denke, das wird hoffentlich ausreichen. Werden wir ein bisschen im Blick behalten. Gut, jetzt ist Waschen angesagt und dann gehen wir noch auf Suche. Wir brauchen 4 Stück für Gewinnung. Also das ist jede Menge. Und ansonsten, oh, seht mal die Sau hier. Das ist wirklich cool. Also, das ist wirklich cool. Hier haben wir schon 2 Schweine. Nachwuchs haben wir leider noch keinen, oder? So wie es aussieht. Ui, der Stall. Da könnte man den Dung einsammeln langsam. Wo ist denn der Arbeiter hier? Aber ich denke, Moment, kann man hier auch Produktion einstellen? Ach, das ist ja interessant. Hier kann ich 100% Dung einstellen. Das ist gut. Das gibt uns natürlich auch ein bisschen was. Aber müssen wir natürlich erst kompostieren und Dünger draus machen. So, jetzt haben wir das hier eingestellt. Sehr, sehr gut. Gut, dass ich da mal vorbeigeschaut habe. Ist auch nicht so schlecht. Sehr, sehr nice. Was ist hier bei der Jagd? Da wird auch was angezeigt. Kann das sein, dass hier die Messer ausgegangen sind? Ui, was ist hier? Eselszucht? Habe ich hier auch nichts eingestellt, oder? Nee, kann man auch gar nichts. Ah, okay, wir haben 2 Fohlen. Das passt. Na, das ist schon okay. Alles im grünen Bereich. Ah, haben wir eigentlich einen Schweinezüchter hier? Sonst muss ich den Dung noch selber wegnehmen. Ah, doch, der Dieter, der macht das. Der macht das. Alles klar. Hühner. Eieiei, haben wir hier viele Eier. Yes. Was ist denn hier los? Ich würde sagen, ab ins Dorf. Wir brauchen ein bisschen. Ja, wir brauchen ein bisschen Nachwuchs.
So, dann schauen wir mal hier. Die hat zum Beispiel Gewinnung 2. Der hat auch Gewinnung 2. Der auch. Die könnten wir eigentlich alle mitnehmen. How is life treating you? Ja, komm. Gewinnung 2, das passt. Du kommst bitte mit. Du kommst bitte auch mit. Ja, mir hat's riesig Spaß. Ups, sorry. Mir hat's riesig Spaß gemacht, diese Folge. Wir haben wieder einiges geschafft. Wir haben den Gänsestall. Leider noch keine Gänse. Ich muss in der nächsten Folge wohl wieder ein, zwei Wohnhäuser bauen. Wir brauchen eine Tierzüchterin für Gänse und wir brauchen in der Scheune noch einen oder eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter. Und das werden wir in der nächsten Folge angehen. Dann werden wir noch die Quest für die Ehefrau fertig machen. Wir brauchen langsam mal einen Erben. Ich hoffe, da bewegt sich dann mal was. Gut, ansonsten sind wir eigentlich gut aufgestellt. Jetzt müssen wir fleißig Technologiepunkte sammeln, damit wir neue Gebäude freischalten. Ja, da müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt wirklich die Produktion erhöht, dass wir ja einiges jetzt mehr produzieren, mehr Rohstoffe herstellen. Die müssen wir natürlich verarbeiten. Wenn wir ein bisschen Lust haben, ja, dann können wir doch mal eine zweite Werkstatt hinbauen. Ich weiß, es hört sich viel an, aber um da ein bisschen mehr Technologiepunkte zu sammeln, können wir die einstellen, dass die Mitarbeiter dann neue Sachen herstellen und wir mehr Punkte bekommen. Also ich denke, das ja, wäre vielleicht gar kein Fehler. Und da bleiben wir auf alle Fälle dran. Ja, jetzt flitze ich mal ins Dorf zurück und dann verschnaufe ich erstmal, denn das war richtig viel Arbeit heute. Und ja, das Dorf ist wieder um einiges gewachsen, Leute. Und ich bin einfach begeistert von diesem Spiel. Ich bin begeistert. Das macht riesig Spaß. Hier hat sich so viel getan seit dem Early Access. Also jetzt die Vollversion ist wirklich, es ist wirklich eine Vollversion. Ja, du hast ein sehr, sehr umfangreiches Spiel hier bekommen, wo alles drin ist, ob es ein Dorfmanagement ist, ob es Survival ist. Du kannst hier selber alles auch von Hand machen. Das feiere ich einfach. Das finde ich richtig cool. Also eine ganz klare Kaufempfehlung für dieses tolle Spiel. Wir haben noch so viel zu tun, wir haben noch so viel vor und es wird noch einiges sich. Ja, wir werden noch einiges bewegen. Ansonsten, ja, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und noch was kurz. Wenn es euch gefallen hat, natürlich einen Daumen hoch. Geht mal auf meinen Kanal vorbei. Dort gibt es wirklich spannende Projekte. Schaut da mal vorbei. Lasst doch ein Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen und bringt natürlich meinen Kanal auch weiter. Ist ja klar, kennt ihr ja. Hui, schaut mal hier, die fliegen. Uah, das ist ja wirklich ekelhaft hier an dem Kompost. Okay, ich muss schnell hier weg. Leute, habt einen wunderschönen Tag. Der Zug ist raus. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.